Hallo meine Eisenbahnfreunde, Fotofreunde, Hobbyfilmer etc. Hier ist wieder der Detlef Fröhlich aus dem Obere Donautal. Ich mache hier wieder ab dem Friedinger Bahnhof ein Video. Und zwar fahre ich heute mit der Donautalbahn, die da von Donaueschingen kommt, nach Sigmaringen und dann versuche ich mal vom Zug aus, also nach außen raus zu filmen. Also in irgendeinem Abteil. Und dann alles Weitere seht ihr dann und hört ihr dann auf dem Video. Heute ist übrigens schon wieder Samstag, der 30. Juli 2022. Schönes Wetter habe ich. Was wollen wir noch mehr? Ich filme jetzt wieder mal in Richtung Beuron, die Ausfahrsignale, die stehen jetzt noch auf keine Durchfahrt. Und da geht es nachher weiter, hier von Friedingen aus über Beuron und dann Hausen im Tal und dann nach Sigmaringen. Und da werde ich mich ein bisschen verweilen und versuche da nochmal das Hohenzollerische Schloss mit aufzunehmen und natürlich auch einige Szenen mache ich von der herrlich gelegenen Bahnstrecke hier durch das Donautal. Und dann nehme ich natürlich auch die dazugehörige Bahn mit auf, die hier sich durch das wunderbare Donautal schlängelt und entlang der Bergmassive, wo da, also die Felsköpfe, wo da herausragen. Und dann sieht man ja noch, wenn man genau hinschaut, die Burg Wildenstein und auch in Höhe vom Hausen im Tal das Schloss Wehrenwag. Ich versuche das mit vom Zug aus aufzunehmen. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Ich habe ja da schon viele Videos gemacht mit Außenaufnahmen von dem Schloss Wehrenwag und natürlich auch von der Burg Wildenstein. Mit dem Wetter habe ich wieder wunderbare Möglichkeiten, einige schöne Aufnahmen zu tätigen. Der Himmel, der ist so teilweise bewölkt und kommen immer wieder schöne Kontraste raus mit dem blauen Himmel. Aber ich würde sagen, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier geht es in Richtung Mülheim. Und da kommt schon wieder so ein Linienbus vom Tuttlinger Busunternehmen. Und da kommt schon der nächste. Oh, hier kommt jede Menge. Ja, da kommt schon der Zug, der aus der Richtung von Donaueschingen kommt. Und in dem Zug steige ich jetzt ein. Also ich sitze jetzt hier in dem RE 66 von hier von Friedingen aus in Richtung Ulm und ich steige nachher in Sigmaringen wieder aus. Das macht mir einen schönen Mittag. Hier links geht es zum Hammerwerk, da haben sie sogar ein eigenes Gleis hingemacht. Und jetzt kommt dann der besagte Knopfmacher Felsentunnel, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, immer noch nicht, wie der heißt, aber ich denke mal. Nächste Station, Beuron. So, das Wetter wird ein bisschen schlechter. Aber kann man jetzt mal nichts dran ändern. So, jetzt haben wir dann gleich das Kloster Beuron. Hier bin ich auch schon lang gelaufen am Bahndamm. So, jetzt sitze ich auf der richtigen Seite, um das zu filmen. Und jetzt fahren wir über die Brücke.
3. Der Bahnhof Beuron. Jetzt fahren wir wieder über die schöne Eisenbahnbrücke und dann kommt gleich der Tunnel und dann anschließend kommt die erste Station außen im Tal, aber da werden wir wahrscheinlich wieder vorbeifahren. Ich habe zwar den Fahrplan auch dabei, aber ich habe es noch nicht so genau geschaut. Jetzt wird es dann gleich, ja, das ist die Brücke, wo wir jetzt gerade drüber fahren, über die schöne Donau. Und jetzt kommt der Tunnel. Jawohl. Ja, sitze ich halt hier auf der falschen Seite, aber ich kann da nicht alle Leute verscheuchen, das mache ich jetzt. Fahrstelle drin. Ist mal anders, wenn man mal im Zug sitzt und dann filmt. Der ist knalle voll. Ich habe einen ganz großen dabei und auch eine gute Kamera, wo ich vorher alles genau eingestellt habe, dass ich da nicht wieder Probleme kriege mit der Schärfe und so weiter. Okay. Muss mal eine rauchen. Ja, ja, alles klar. Jetzt fahren wir an dem schönen Wasserturm vorbei. Sieht man natürlich jetzt nicht viel. Jetzt kommt der wunderbar gelegene Bahnhof hier, Donautal, außen im Tal. Nichts.
bitte auf die Ansagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, auf jeden Fall schon angekündigt, dass wir anschließen. Ja, ich vermute, dass irgendwas weiß, dass irgendwas weiß, dass es da wäre. War ja auch nicht so ein Gleis oder so irgendwas. Also ich bin ja pünktlich angekommen, habe dann noch einen netten Fahrgast kennengelernt und wir haben uns gut unterhalten. Aber er musste weiterfahren Richtung Ulm. Und hier mit dem RE66er Zug bin ich ja gerade in Sigmaringen angekommen. Mit Filmen war halt viel drin im Zug, weil der nette Reisende hat mir seinen Platz. Was heißt, ich habe ihn gefragt, ob er da hinsitzen kann, weil ich ein bisschen was filmen wollte. Das hat er dann auch gemacht, aber da kriegt man nicht viel drauf, wenn man da rausfilmt. Besser ist immer, wenn man so live hier draußen ist und Außenaufnahmen machen kann. Und dann werde ich nachher auch wieder da auf die Aussichtsplattform hochgehen, um nochmal hier den Bahnhofsbereich zu filmen. Und auch das schöne, das Schloss da, ne? Das Hohenzollerische Schloss Sigmaringen. Jetzt wartet natürlich der RE66 auf die freie Fahrt. Man muss warten, bis jetzt der Gegenzug hier in den Bahnhof einfährt. Jetzt kommt der Gegenzug und dann bekommt der Zug, in dem ich jetzt drin gesessen bin, der E66, gleich freie Fahrt. Es ist ja schön, dass heute zu heiß ist. Es ist angenehm hier zum Filmen. Thank you.
Ah, jetzt kommt ein wenig Wind auf, aber ich habe den Windschutz da auf meinem Mikro oben drauf. Wird denn schon noch was bringen. Da, wo ich jetzt gerade hinfilme, geht es zum Bahnhof. Aber da will ich jetzt nicht hin. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den schönen Berg da, wo eine wunderbare Bank steht, wo man runterschauen kann hier zu dem Schloss Sigmaringen, zu dem Hohenzollerischen Schloss natürlich. Das sieht doch toll aus, das Schloss hier in Sigmaringen. Toller Kontrast da mit dem teilweise blauen Himmel und den immer wieder hervorkehrenden weißen Wolken. Prima. Es sieht jetzt hier aus wie da im schönen Schwarzwald beim Hirschsprung, so ähnlich. Naja, ich habe das Ding übertrieben. Nun mal halten wir den Hirsch oder das Reh da ran. Das müsste dann gleich hier in Sigmaringen der Zug von Donaueschingen einfahren. Den nehme ich jetzt gleich auf. Ja, hier ist ganz schön viel Publikumsverkehr auf der Eisenbahnbrücke. Hoffentlich kommen die nicht gerade, wenn ich den Zug aufnehmen will, der da von Donaueschingen kommt.
Aha, da fährt eine Einfahrt, schön. Er hat wahrscheinlich keine Einfahrt. Oder stimmt was an seiner Maschine, weil er immer wieder die Drehzahl erhöht. Aber ich glaube eher, dass da das Signal auf Stopp steht. Weil da steht noch ein anderer Zug auf dem irgendeinem Gleis da im Bahnhof drin. Und da muss der noch abwarten, bis der da von dem Sigmaringer Bahnhof weiterfährt. Naja, da steht noch ein Zug drin. Da muss er erst warten, bis der abgefahren ist. Denke ich mir, weil das Gleis steht auch in Richtung dieser Fahrspur, wo der gelb-weiße Regionalzug steht. Und wahrscheinlich ist der Zug, der hier in dem Sigmaringer Bahnhof drin steht, aus dem Grund noch nicht abfahrbereit, weil der noch den Gegenzug abwarten muss, der jetzt hier auch wieder in den Bahnhof einfährt, von der Ulmer Gegend aus. Ja, da liegt ein technisches Problem vor. Lokführer rennt immer hin und her. Wahrscheinlich gehen die Türen nicht mehr. Doch, die geht auf. Wenn ein Lokführer rennt, dann muss schon was Brenzliches sein. Ne? Ja, irgendwie wird das vielleicht noch hinkriegen. Mal schauen. Und es ist jetzt ein Zufall, dass ich gerade auch da oben stehe auf der Eisenbahnbrücke. Jetzt kommt natürlich der ganze Fahrplan durcheinander. Aber ich denke, der Lokführer wird sein Möglichstes machen, dass es wieder funktioniert. Und dann hat er noch einen Bahnfunk, kann er die Leitstelle auch mit anfunken. Der kommt mit seinem Zug einfach nicht weiter. Aber jetzt funktioniert es, er fährt an. Jetzt hat es endlich geklappt. Ja, der andere Zug ist auch weg. Also hat lang gedauert, was lange währt, wird endlich gut. Der HZL-Zug, der hier kurz vor der Eisenbahnbrücke und kurz vor Sigmaringen stand, der hatte über 10 Minuten Verspätung gehabt, aber der kommt jetzt da wieder von Sigmaringen nicht weiter. Wahrscheinlich, weil der andere, der Gegenzug, auch Verspätung hat und der muss jetzt den wieder abwarten. Eigentlich müsste jetzt der um 15.32 Uhr abfahren sein. Und jetzt haben wir schon 15.50 Uhr. Also der Gegenzug in Richtung Friedinge und dann weiter nach Donaueschingen. Der ist hier noch nicht durch in dem Fall. Naja, vielleicht hängt der andere irgendwo fest. Zurzeit ist ja auch der Wurm drin auf der Strecke hier, auf der Donautalbahn, zwischen Sigmaringen und Friedingen. Aber da können die Lokführer auch nichts dafür, mache ich denen keine Vorwürfe. Ich habe ja Zeit, ich kann warten. Ich hole es euch noch ein bisschen näher ran, der HZL-Zug steht immer noch
im Sigmaringer Bahnhof. Jetzt muss er an den Zug kommen, weil der Bahnübergang, der ist zu. Fährt kein Auto mehr rüber. Vielleicht fährt er hier wieder zurück. Der HZL, also die Hohenzollerische Landesbahn. Nein, da ist ein gelb-weißer Einfahrer und den filme ich jetzt. Jawohl, hat ein bisschen was geklappt. Jetzt mache ich einen kleinen Spaziergang hier auf den Hohenzollernweg in Richtung Mühlberg hoch. Und von dort aus hat man eine wunderbare Aussicht runter in die Altstadt zu dem Hohenzollerischen Schloss und natürlich auch auf die Bahnlinie da, die da reinfährt in den Sigmaringer Bahnhof. Und natürlich kann man auch wunderbar zu dem Bahnhofsareal runterschauen und dann auf die Donau, auf die kleine Talsperre. Sieht einfach toll aus hier. Das Wetter macht mit, wie ich schon erwähnt habe. Und jetzt laufe ich diesen Weg gemütlich hoch, wo ich dann oben eine schöne Bank vorfinde. Und dann, wenn wir hoffen, dass sie frei ist, dann mache ich mal eine Vesperpause. Und ein bisschen so eine Fotosession. Aber diesmal schalte ich da mein Funkset da nicht ab, weil das ist mir dann zu blöd, wenn ich dann auf einmal schöne Aufnahmen getätigt habe und dann ist kein Ton drauf. Also jetzt lasse ich es an. Egal, ob das der Akku dann gleich wieder leer ist. Aber ich denke, das wird ja schon durchhalten, ein paar Stunden. Und der Aussichtspunkt da am Mühlberg, den kann man in ungefähr 10 Minuten erreichen und er führt immer schön hier durch den Wald, ist man immer im Schatten. Jetzt bin ich dann in ein paar Minuten bei dem ersten Aussichtspunkt angekommen. Bin da dann noch nicht ganz oben, aber da kann man dann auch wunderbar zu dem Sigmaringer Schloss rüberschauen. Das sieht doch wieder herrlich aus hier. Und jetzt kommt die letzte Etappe des kurzen Weges. Bin jetzt ungefähr in 5 Minuten oben an der Empore angekommen und dann mache ich nochmal ein paar schöne Aufnahmen. Naja, und ihr werdet es ja dann sehen.
Ich filme deshalb für meine wanderfreudigen User, Eisenbahner etc. diesen Weg, damit ihr ungefähr wisst, was euch erwartet. Also der Aufstieg ist also nicht so anstrengend. Da kann man auch in meinem Alter noch hoch und man braucht keine Angst haben, dass da mal abstürzen kann oder so. Das ist da oben hier auf der Empore alles abgesichert. Kann also nichts passieren. Bin kleiner. Ich tue jeden Winkel auskosten zum Filmen und Fotografieren, weil einfach das auch mal von einer anderen Aussicht mal aufnehmen kann. Und naja. Was halt nicht so gut ist, dass da gerade hier neben der schönen Bahnlinie auch eine Bundesstraße entlang führt. Und das ist ziemlich von der Akustik her sehr laut. Ja. Und hier hat sogar zwei Sitzgelegenheiten. Was will man denn mehr? Natürlich sind sie jetzt da voll in der Sonne. Aber dafür hat man auch eine schöne Aussicht von hier oben. Jetzt filme ich hier wieder runter zu dem Bahnhofsareal. Da steht schon wieder so eine gelb-weiße Garnitur drin. Müssen wir wirklich ausnutzen, solange niemand hier oben steht. Da habe ich also die beste Möglichkeit zum Filmen und zu fotografieren. Ist das nicht ein herrlicher Ausblick hier auf die Donau runter? Und dann, wie ich da weiter nach hinten sehe, ist da irgendwie ein Zirkuszelt aufgebaut. Man kann sogar lesen, wie er heißt, Charles Knie. Aber da ist es jetzt momentan zu heiß da drin in dem Zelt. Und jetzt filme ich nochmal in der Vollansicht hier rüber zu dem Hohenzollerischen Schloss hier in Sigmaringen. Ja, auf Gleis 1 hier in dem Bahnhof ist da eine Regionalbahn zu sehen. Wahrscheinlich fährt er wieder in Richtung Ulm. Aber das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Aber ich denke mir das. Oder natürlich auch wieder zurück in Richtung Donaueschingen. Aber wie sage ich immer so schön, lasst euch überraschen, dann werden Träume wieder wahr. Heute habe ich viel Zeit, kann ich alles in Ruhe aufzeichnen. Und eine gute Kamera habe ich auch dabei. Was will ich noch mehr? Hier sieht man noch den Weg hier am Berg, der hier hochführt zu diesem wunderbaren Aussichtspunkt. Aber bitte verzeiht mir, wenn ich nicht immer die richtige Berichterstattung zu diesen Videos machen kann, weil ich bin kein Profi. Das überlasse ich wirklich den
die da mehr Ahnung davon haben.